Ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern und das, obwohl es schon mindestens 5 Jahre her ist, als ich damals beim Saturn durch Zufall beim Stöbern in der Wühlkiste die alte EMS-DVD von Retribution entdeckt habe. Und der Film konnte mich echt schnell in seinen Bann ziehen. Ich weiß gar nicht mehr, war es die Credit-Sequenz in bester nackte Kanone-Manier, war es die atmosphärische Spannung oder trotzdem der dezent trashige B-Movie-Charme, war es die coole Filmmusik, die mich so angesprochen hat. Ich weiß nur, hätte ich damals den Film mit einem Wort beschreiben müssen, das Wort wäre einzigartig. Und das hat sich auch über die letzten Jahre nicht geändert und dementsprechend groß war meine Freude, als die OFDB angekündigt hat, dass sie Retribution, die Rückkehr des Unbegreiflichen, in einer limitierten 3-Disc-Collection mit DVD und Blu-ray veröffentlichen werden. Das Set kommt außerdem noch in meiner Lieblingsverpackung im Digipack daher und ist auf nur 1000 Stück limitiert. Bei mir ist das gute Stück bereits gelandet und deswegen freue ich mich ganz besonders, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check die 3-Disc Limited Edition zu Retribution von OFDB Filmworks näher vorzustellen. Grundsätzlich wurde für das OFDB Filmworks Digipack dasselbe Cover-Artwork verwendet, das bereits bei der EMS-DVD Verwendung fand. Dennoch gefällt mir das Bild hier auf dem Digipack deutlich besser, was einerseits daran liegt, dass es etwas erwachsener rüberkommt und andererseits auch, dass es etwas zusammengeräumter ist. Bei der EMS-DVD sind beispielsweise im unteren Bereich des Cover-Motivs die kompletten Cast- und Crew-Informationen zu lesen gewesen. Außerdem war der Titelschriftzug dem Titel im Film nachempfunden, war in knallig grüner Schrift und eben in der Form, wie die OFDB unten wesentlich dezenter den deutschen Alternativtitel angebracht hat. Hier, so wie die OFDB das Cover-Artwork präsentiert, wirkt es auf mich wesentlich reifer, aber auch irgendwie eleganter und wesentlich stimmiger. Außerdem gefällt mir sehr gut, wie knallig der goldene Rahmen der Brille hier etwas hervorsticht aus dem ansonsten bläulich-lila-rötlich dominierten Bild. Generell macht das Ganze auf mich einfach einen stimmigen, atmosphärischen und wirklich hervorragend passenden Eindruck. Wechseln wir jetzt einmal auf das Backcover. Da bekommen wir mit ähnlicher Farbgestaltung einerseits die Inhaltsangabe des Films zu lesen, andererseits einige kleine Bilder aus dem Film, die Details zum Bonusmaterial, dazu dann allerdings etwas später mehr, und außerdem noch die technischen Details zur DVD und zur Blu-ray. Rechts unten angebracht ist außerdem noch der Sticker mit der individuellen Limitierungsnummer. Entnehmen wir jetzt einmal das Digipack und wir finden einerseits auf der Rückseite ein Bild aus einer der bekanntesten Schlüsselszenen des Films. Das finde ich auch wirklich für das aufklappbare Digipack hier hervorragend aufbereitet wurde. Auf der inneren Seite bekommen wir links eine Tasche mit dem Booklet, auf dessen aufklappbaren quasi Front- und Backcover wir das Gesicht von Hauptdarsteller George sehen und im Inneren einen lesenswerten Text von Nils Bothmann bekommen. Daneben befindet sich auf einem eigenen Tray die Blu-ray. Auf dieser Blu-ray findet ihr sowohl die R-rated Kinofassung des Films in High-Definition-Qualität und außerdem die Unrated-Fassung im Vollbildformat und in SD-Qualität. Auf der rechten Seite finden wir dann ein Doppel-Disc-Tray, wo wir die beiden DVDs sehen. Einerseits eine Disc mit der Kinofassung, ebenfalls im 16:9 Format und andererseits die Unrated-Fassung in 4:3. Zwei verschiedene Fassungen auf der Blu-ray, das macht es natürlich jetzt für uns im nächsten Teil des Blu-ray-Checks ganz besonders spannend. Ich möchte euch jetzt nämlich Screenshots aus beiden Versionen des Films zeigen. Möchte allerdings einerseits wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich natürlich die Bilder keinesfalls für diesen Blu-ray-Check in irgendeiner Form digital bearbeite, dass sie aber natürlich trotzdem durch das Abspeichern, Einfügen ins Video, Rendern und Hochladen nachher nicht
nicht mehr 1:1 die tatsächliche Blu-ray-Bildqualität repräsentieren können. Außerdem möchte ich noch einmal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ausschließlich die R-rated Kinofassung des Films auf der Blu-ray tatsächlich in High Definition vorliegt. Einige Bilder, es ist dann deutlich zu erkennen am wechselnden Bildformat, sobald die Bilder nur mehr in 4:3 präsentiert werden, seht ihr dann Eindrücke aus der unrated Fassung, die auch auf der Blu-ray im 4:3 Vollbildformat und nur in Standard Definition präsentiert wird. Schauen wir jetzt einmal hinein in den Transfer der Kinofassung. Da können wir, finde ich, bereits auf den ersten Bildern ganz deutlich erkennen, dass für einen Film aus den späten 80er Jahren dieser Transfer hervorragend restauriert wurde. Natürlich kann man ab und zu einige Verschmutzungen erkennen. Natürlich ist das Filmgrain über weite Strecken hindurch sehr deutlich zu erkennen, nimmt allerdings in meinen Augen zu keiner Zeit irgendwelche störenden Ausmaße an. Im Gegenteil, wir können uns eigentlich bei Retribution über einen verhältnismäßig scharfen, aber auch detailreichen Transfer freuen, der auch in der Farb- und Kontrastgebung für einen knapp 30 Jahre alten Film eigentlich nicht schlecht gelungen ist. Vor allem, wenn wir das Ganze dann vergleichen mit den Screenshots aus der Unrated-Fassung in Standard Definition, fällt hier, finde ich, ganz besonders deutlich auf, in welchem Ausmaß diese mehr oder weniger der normalen Kinofassung unterlegen ist. Schwächere Farben, natürlich schwächere Schärfe, aber diese Version ist ja auch letztendlich nur als Bonusmaterial zu sehen. OFDB Filmworks liefert mit dem 3-Disc Limited Edition Release zu Retribution in meinen Augen eine absolut hervorragende Veröffentlichung ab. Egal, ob ihr jetzt die R-rated Kinofassung des Films sehen wollt oder aber die unrated Fassung, beide Versionen sind sowohl auf der DVD als auch auf der Blu-ray zu finden. Dennoch muss ich dabei erwähnen, dass nur die Kinofassung in wirklich ansprechend restaurierten 16:9 Format daherkommt. Die Unrated-Version gibt es leider nur im 4:3 Format und selbst auf der Blu-ray nur in Standard Definition. Dafür bietet der Film in seiner High-Definition-Version hervorragende Bildqualität. Die Schnitte für die R-Rated-Fassung fallen außerdem nicht besonders deutlich auf, beschränken sich nur auf 3 Szenen und außerdem hat sich OFDB die Mühe gemacht und diese 3 Szenen außerdem noch einmal aus der Unrated-Fassung ausgeschnitten und im Bonusmaterial der Blu-ray beigelegt, sodass ihr euch, wenn ihr nur schauen wollt, was bei der Unrated-Fassung dazugekommen ist, nicht durch den ganzen Film zappen müsst. Außerdem liefert uns OFDB Filmworks ein hervorragend gestaltetes Digipack, bietet gute Ausstattung in einem auf nur 1000 Stück limitierten Set, sodass ich jeden, der sich ansatzweise für das etwas skurrilere 80s-Horror-Kino interessiert, einen Kauf von Retribution auf jeden Fall ans Herz legen kann.